Moin Leute, hier sind wieder die Professionals auf ihrer Auf Playside. Playside. Auf ihrer Playside. Wir sollten uns mal einen anderen Spruch beantworten. Moin Leute, hier sind wieder die Fusions, die Trials, die versuchen, die dreien ihre Fusions. Wieder zu viert mit der Mimi und der Kaden. Und die sind natürlich parat und wir gucken jetzt als erstes, gucken wir beim Fahren. Okay. Wir gucken nicht beim Fahren, wir gucken mal in Uplay. Ja, genau, wir gucken bei Uplay, was es da Neues gibt. Warte bitte, das heißt, du sollst einen Moment warten. Ehrlich? Ubisoft haben wir ja Account, weil schon Assassin's Creed, Ubisoft könnte mal einiges abgreifen. Uplay. Ich spiele. Uplay. Und wenn man unter einem Uplay ist, hier auf Hä? Das ist einfach okay gemacht. So, was haben wir denn hier? Eine von vier Aktionen. Füge den Roach, das Farbton, Bobbycat und die Farbton-Räder hinzu. Aha. Holst dir für 40 Knäuler. 40 Knäuler haben wir noch. Für 30 Knäuler gibt's ein Eichhörnchen. Guck erstmal, was die Aktionen sind. Ja, 110 Knäuler. Die habe ich alle mühselig, gelle? Von der Assassin's Creed. Was machst du denn da? Panik schieben. Nein! Nein! Kaden! Wo es steht, so wird gespielt. Vielleicht kann man da mal sehen, dass man irgendwo Turbo geben kann. Ui! Uplay! Schon wieder. Informationen zu deinem Uplay-Account Sicherheitshinweis wurden geokayed. So, also jetzt mal ganz locker. Ganz langsam. Von der Hüfte. Ganz langsam. Drück mal. Eichhörnchen stehen auf Geh mal auf Aktion. Wie komme ich denn da hin? Drück einfach mal nach rechts. Ich nehme aber den Pfeil. Genau, jetzt drücke mal X. Yay. Das war ein langer Weg. Erreiche ich Level 5, das haben wir verdient. So, finde dein erstes Eichhörnchen. Ich hab doch gesagt, ich habe eben ein Eichhörnchen gesehen. Ja, da haben wir es doch schon gefunden. Da haben wir es hier schon verdient, ne? Ne. Du hast 10 Strecken in der Streckenzentrale ausprobiert und bewertet. Das dürfte auch kein Problem sein. Fehlerfrei auf jeder Extremstrecke. Das ist ja wohl eins der letzten Dinge, oder? Ja, das gibt auch 40 Punkte. Soll ich jetzt bei Belohnungen noch gucken? Ja. 110 haben wir, die habe ich noch von der Assassin's Creed und sowas. 10.000 Dollar Spielewährung. Das ist für 10? In der für 10 Uplay-Punkte. Holst du dir für 10? Komm, holst du dir 10.000 Euro. Ich kann eigentlich alles gerade. Oh ne, 10 in den Stall geschaltet, oder? Das ist alles. Clown, kannst du alles 20, 30 fürs Eichhörnchen. Soll ich alles kannst holen, du, oder kannst was? Du alles holen. Echt? Ja. Das ist mein gute, meine gute Uplay-Gewährung. Da geht sie hin. So viel. Da geht sie hin. Den finsteren Clownhelm willst du haben, ehrlich? Weiß noch, ja. Ich habe Angst vor Clowns. Da geht sie hin, meine Uplay-Währung. Du hast doch gesagt, ich soll es kaufen. Ja, jetzt ist eh zu spät. Füge der Roach, darum können wir Farbton, Bodykit und die Farbton Räder ändern. Das ist natürlich sensationell. Für 40 Orken. Hier können wir noch Neues verdienen. Also. Ja, und so und total einfach auch, sehe ich. Jetzt habe ich nur noch 10 von meinen 110. Tja, tragisch, aber was soll's. Jetzt sind wir fertig. Genau, und wieder zurück. Und auch fahren gehen. Schon klar. Immer auf Helfen und Optionen. 12% haben wir erfüllt, das heißt, nach Adam und Riese sind es noch 88%. Steuerung wird gespielt. Was denn jetzt von beiden? Keine Ahnung, einer von beiden. Der Gejahrmodus sind der volle Start in der Trials Fusion Alesis. Hier begibst du dich durch die verschiedenen Strecken der Trials Welt und glaub, das Hauptspielmodus passiert jede Strecke einen Fehlertritt auf, wenn du einen Crash baust oder neben dem erfolgreichen Abfluss einer jeden Trials-Strecke und dem Erzielen einer Platin-Medaille gibt es noch Streckenherausforderungen, die du für Belohnung erfüllen kannst. Die Details jeder Streckenherausforderung werden in der Werkstatt, kannst du das Geld. Los, schneller lesen, schneller, les schneller! Drive Fusion, so wird gespielt, Hilfe und dafür erstellen, Zuplay. Ich glaube nicht, dass es uns hilft, ganz ehrlich nicht. Bremsen, Strecke neu starten, Pause, Gas geben, Absprung, zum letzten Checkpoint zurückgeben, Bremsen, Gas geben. Hast du näher? Bremsen ist Quadrat. FMX Pose? Das hast du näher, wenn du deine Tricks freischaltest. Vor oder zurücklehnen. Ja, aber das geht aber was zum Henker ist ein FMX Pose? Das ist, kannst du nicht, hast du mir jetzt die drei Let's Plays überhaupt nicht zugehört? Nee, die weil ich nicht. In jeder Folge erwähne. Ich sage, in der Mitte des Spiels kriegst du. Ja, die kriegst Tricks, und den hast du hier mit Posen. Alle ja, das hast du aber nie gesagt, dass du da mit dem rechten. Aber hallo! Posen musst. Aber hallo!
Da war ich jedes Mal am Spielen und hab nicht zugehört. Okay. So. Und was Karriere. Ganz so jetzt schön sind wir schon 1099. Jetzt gucken wir nochmal bei deine Streckenzentrale. Nee, wir ziehen uns erstmal den schönen Eichhörnchenhelm auf. Ach nein, du liebe Clown-Eichhörnchen. Wir haben noch nicht den Clown. Wir können aber auch die Roach ändern. Das die hat schließlich 40 Ocken gekostet. Jawohl. Gut, dass wir dafür Geld ausgegeben haben. Eine schöne Uplay-Währung. Da ist sie weg. Sieh mal aus wie Ratchet von Clank. Nee. Nee. Doch. Eher wie Conker. Ja. Auf jeden Fall kriege ich Angst. Komm, der Clown ist noch gruseliger. Und Action. Moin. Er sieht ja aus wie Freddy Prinze Jr. Ja. Passt aber zu seinem T-Shirt. Das ist Ratchet, der hat schließlich eine Flinkerbrille auf. Nein, das ist nicht Ratchet. Jetzt guck dir mal, wir haben doch jetzt 40 ausgegeben für die Motorräderfarbe-Dings. Ich wollte doch gerade bei Motorrädern gucken. Ach so, dann halt. Hör auf, mich so blöd von der Seite anzumachen. Bin ich ein bisschen mal ruhig. Geh mal von vorne bitte dran. Die Roach. La 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 la, Buggy. Roach anpassen. Bodykit und Farbe hat sich verändert. Kleidung? Ne, gut, das bringt nichts. Räder waren das, ja? Räder? Nee. Nee. Das ist die Farbe von den Rädern. Ja, Farbe brauchen wir nicht. Bodykit. Bodykit. Irgendwo musste ja was sein. Ne, das ist alles noch geschlossen. Da, ganz unten. Ganz unten. Nein, das ist das erste. Nee, ganz unten. Das ist das Farbtop-Bodykit. So. Okay. Das ist das. Wow, das ist das hat sich jetzt so. Wow, hat sich ja, jetzt müsst ihr wenigstens mal Begeisterung zeigen, weil das 40 Dinger gekostet hat, gell? Echt? Meine ganze Währung, da ist da, da geht's sagen, dahin. Jetzt haben wir schon so viel Kohle. Wollen wir noch die scheiß Räder kaufen? Ja. Du willst jetzt keine Räder kaufen. Wir brauchen noch Geld für ordentliches Zeug. Ich kriege noch andere Motorräder. Das ist 800, 600 Zahl sind's. Ja. Jetzt lass uns mal endlich wieder fahren. Ich genau. Bin schon dabei. So kommen wir nicht in die dritte Welt. Wuran im Zentrum. Trainingsprogramm 3. So, okay, mittlere Schwierigkeit. Oh oh, jetzt kommt schon mittlere Schwierigkeit. Ach, und wir sind erst bei 3, also es kommt noch 5 Welten. Mittelschwer? Also Mittel? Mittelschwer? Schwer? Willkommen zum Samara. Es fehlen aber noch 5. Willkommen zurück, Tiger. Heute lernen wir ein paar fortschrittliche Techniken. Na, da bin ich mal gespannt. Steilen Berg solltest du langsam angehen. Aha, damit kommen wir jetzt an. Lehne dich nach vorne und dreh das Gas nicht voll auf. Ungefähr so. Hier, die Kate wollte zeigen, wie es nicht gemacht wird. Mann, gib doch mal Gas. Laber nicht so lange. Hoffentlich schaffst du das jetzt. Dann müssen wir das Gelaber nicht nochmal anhören. Was hast du vor? Ich will verschwinden, siehst du das nicht? Ah, 0 von 8 Checkpoints. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, das hatte ich mir allerdings auch anders vorgestellt. Hör auf, das jetzt nochmal zu machen. Das war er! Pigman! Heute lernen wir fortgeschrittene Scheiße. Du dämliche Eichhörnchen, jetzt mach, dass du da Weg noch kommst, dann scheue ich da hoch. Jetzt, Eichhörnchen. Oh Mann, das ist schwieriger, als es aussieht. Es gibt dir ja aber den Hinweis doch da, können wir lesen nochmal. Ein paar fortgeschrittene Techniken. Weil wir das noch überhaupt nicht gelesen und gehört haben. An einem Stellenberg solltest du es langsam angehen. Lehne dich nach vorne und dreh das Gas nicht voll auf. Jetzt schön nach vorne lehnen, jawohl. Leck mich doch am Ärmel. Nein, das ist zu die folgende Sendung verschieben sich um mehrere hundert Stunden. Schnute. So, jetzt. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Hier, nimm das Teil, bevor ich es gegen die Wand schmeiße. Gib mir her. Ich hab den Checkpoint geschafft, gib mir. Was? Wo hast du denn? 1 von 8. Den steht das die ganze Zeit das, da. Dann darfst du es doch wieder. Haben. Da zurück zu sagen. Hab nee. Ich doch geschafft. Nein. Doch? Nee. Hier oben ist der Checkpoint erst. Ja, aber wieso fange ich dann gerade da an? Beziehungsweise du? Riechst du mal. Da, ich und das ist auch noch wichtig, der Bunnyhop. Ich hab geschafft. Zieh das Bike nach hinten, wenn du oben an der Kante bist, um das Vorderrad was? Anzuheben. Lehn dich dann schnell nach vorne, um dir in der Luft einen Schubs zu geben. Was? So, Caden.
Was mussten wir jetzt nochmal machen? Nach vorne? Probier noch einen Bunny Hop. Denk daran, zurück und dann schnell nach vorne, um zu springen. Da oben siehst du auf dem Bild. Ja. So nach vorne und lichtelt. Oh Mann! Jawohl! Verdammte! Wir wissen jetzt, wie das geht. Fisch im Wasser. Ey, nein! Wieso hast du hier von vorne gemacht? Willkommen zurück, Tiger. Du hast Strecke neu starten gemacht, wahrscheinlich. Ja. Du musst Kreis drücken. Ja. Deswegen hast du eben nicht die ganze Zeit neu angefangen. Deswegen haben wir uns den Scheiß 50 Mal angehört. Geht weg. Ich will das alleine spielen. Allein in einem Raum. Ohne euch. Ey! Oh, fuck! Immer mit der Ruhe, du musst das langsam angehen. So ist das schon mal. So war es schon mal, der Anfang war schon mal. Das schaffst du, Kane. Okay, das sieht gut aus. Du hast auf 101 Meter geflogen. Ja. Fliegen kann ich weit, fallen kann ich tief. Das war ein super Spruch eigentlich. Wenn man es so verinnerlicht. Immer mit der Ruhe. Gib mal her. Ja, bitte. So, Chernobyl ist am Steuer. Oh Mann, wieso kriegst du das beim ersten Mal hin? Ich war jetzt mal ein Bunny Hop. Ja, Bunny Hop. Ich gehe gleich mal zum letzten Checkpoint zurück. Das hat eben auch gehabt. Das war keine Bunny Hop. Das auch nicht. Das war aber eine. Komm, gleich noch eine näher. Alles klar, Mädchen. Ich weiß Bescheid. Du bist genauso mies wie ich. Ja. Bahn. Ja. Da. Musst du nach unten? Bin ich. Ist unten A gekommen. Kann ich nicht die Wand hochfahren? Gibt es schon Erfolg. Hey! Hast du gut gemacht? Das Gesetz der Physik. Dein da ist Holz. Es. Reden. Geh um, du. Sau, du. Feuer! Noch eine Lektion. Fahr auf die Wippe und wenn das hintere Ende nach oben bewegt, zieh am Gas. Alles klar. Das ist ja ganz easy. Feuer! Ja, ich staune. Ja, Bauklötze. Bauklötze. Gut gemacht, Fahrer. Denk daran, dass du dich erst da hinten und dann schnell nach vorne lehnst. Hast du eine Medaille gekriegt? Da gibt's keine Medaillen. Das ist das Trainingsding. Jetzt geht's jetzt los. Gib mal weiter, bitte. Oh Mann, jetzt quäl ich. Denk dran, Bunny Hop hinten vorne. Genau, mach das Bunny Hop. Also wenn du das Bunny Hop machst, wenn du hinten oder nach vorne machst. Wieso hast du das schon wieder gemacht? Ich hab das nichts gemacht. Doch. Kein anderer hat den Controller in der Hand gehabt. Drück jetzt die Optionstaste und beende das dreckige Level da. Ich kann's nicht mehr sehen. Nee. Kategorie auf, so wird gespielt. Das hilft auch nichts. So, Wolkenkratzer Showdown. Was darfst du eigentlich trinken? Tja, das kann ich euch genau sagen, weil ich eine Flasche habe zum Zugdrehen. Und die kann ich hier. Und die ist aus Plastik. Und die kann ich hier hinstellen. Die macht keinen Lärm. Du machst Wolken. Ja. Was für eine? Da trinkt die doch aus einer Plastikflasche und nicht mit den dicken Gläser. Hab ich die dicken Gläser? Oh. Nee, das ist gut. Der erneut versuchen Button ist der beste Freund des Fahrers. Das nach ist mir wohl natürlich. Wahr. Hey, Mini. Mach das richtig gut. Das kommt durch die Maske, durch die Eichhörnchenmaske. Nein! Oh. Ist das der botanische Garten?
kommst du nicht drauf? Nein! Weil der Garten ist. Ja. Du siehst eine Pflanze und es ist ein botanischer Garten, oder was? Ja, ja. Überall im Grün, so hier ist es Garten. Ja. Prost, schau mal aus dem Fenster, ist da auch ein botanischer Garten? Jo. Nein! Was ist denn dahinter da auf dem Bild? Das ist... Ich kann es nicht lesen. Roach? Da, nee, Biotech. Da hast du noch ein paar Chancen zu lesen. Wir haben dich, glaube ich, zu früh gelobt. Frontiers. Ja, ihr habt zu früh gelobt. Ich glaube, du musst langsam machen, dass du oben da stehen bleibst. Hat er ja gesagt. Bei Bunnyhop. Bei. Hm, bei was? Hat er gesagt, bei Steilen. Langsam anfahren. Genau. Und danach Bunnyhop. So ein blöder Name. Bunny. Muss man den richtigen Moment erfassen, wann. Weil, siehst du, genau das gleiche ist mir eben auch die ganze Zeit passiert, wie man schön sehen konnte. Immer mit der Flasche voran. Das hättest du aber jetzt geschafft, oder? Weiß ich nicht. Du werdest nie erfahren. 12 Mal habe ich jetzt auf der Fresse gelegen und zwar nur hier. Ah, nein! Ah, fast hätte den Checkpoint mitgerissen. Jetzt schaffst du es aber. Jetzt spüre ich's. Das kommt gut. Ja? Ah, wenn ich jetzt den Überschlag nicht gemacht hätte. Da überschlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Ja! Ja, also die Bronze ist schon mal sicher. Dankeschön. Crash. Crash Bandicoot ist das ja. Kann man das Spiel umbenennen. Oh. Oh, ich dachte, es hat den Magen wehgetan. Das war der Bunnyhop. Ja, ja. Bunnyhoppel. Ich bin mal gespannt auf die Tricks, die er noch reisen kann während dem Level. Also ich reise genug Tricks hier auf. Das ist Trick 17. Der Bunnyhop. Kennst du den? Ja, Bunnyhop. Nein. Die Bunnyhop schaffe ich nicht. Aber ohne Bunnyhop kommen wir schon. Versuche mal langsam über die Kante und dann, dass du richtig. Kante, Tande. Ja, die Sicht war aber. Die hattest du vorher noch nicht. Ich glaube, wir ziehen uns gleich mal die dämliche Maske ab. Irgendwie. es ist zu schwer. Meinst du? Ich das 30 Versuche, moin! Oh. Ja, Bunnyhop, der Ware! Scheiß Bunnyhop. Oh oh, oh Looping, wagst du dich noch Nein. dran? Ja! In den Checkpoint reingeloopt. Nicht schlecht, und da ist das Ziel. Komm, das schaffst du. Bam! Das Ziel ist direkt vor der Nase. Echt? Ich glaube, du musst es langsam angehen. Meinst du? Ja, meine ich. Da unten damit? Genau, so. Dass du da den Schwung mitkriegst. Jetzt. Moin. Hui. Ich habe die Silbermedaille. Da wurde wenigstens von Wetter. Die heutige Wetterbericht sagt Bewölkung mit Motorradniederschlag. Oh ja. Pigman, so, für 17 Medaillen fehlen nur noch. Nur noch! $1000 Karrieregeld. Ja. Wir sind reich. Park and Ride. Ah, da waren zwei versteckte Sachen. Habt ihr die gesehen? Wo? Ja. Nein, unten in dem Dings war zu sehen, aber. Ich habe einmal wuff gemacht. Das war versteckt. Das hat mir da mitgekriegt. Ich habe gar nichts gerallt. Hausgewöhnliches Saldi. Hol den Zeppelin raus, dann musst du irgendwo einen Zeppelin raus. Spielsaal-Sieg. Spielsaal-Sieg. Hui! Müssen wir gucken, ob wir irgendwo einen Zeppelin sehen. Da oben ist einer. Hol ihn raus! Ja, wo denn? Ach, dahin! Tatsächlich. Ich muss das anspringen und begatten. Ja. Oh, das hört sich pervers an. Glaubst du, den
Da wischen wir irgendwo den Zeppelin. Oh, Tennisplatz. Die Levels sind schon geil. Ich freu mich schon auf die von der Community. Die sind ja meistens noch einfallsreicher. Bin ich auch gespannt. Dann machen wir auch mal, ich würde sagen, setzen wir uns mal auch zusammen und machen mal ein ordentliches Level, dass wir eine schöne Online-Stelle alle machen, oder? Ja, doch, Zeit, wie soll man das denn? Muss ja ein bisschen mehr Gas geben. Bunny Hop. Ja, wir machen auch Levels mit Bunny Hop. Siehst du, sag ich dann, ein bisschen mehr Gas. Ist der Zeppelin? Pigman, aber ich glaube, der Zeppelin ist schon fort. Ja, scheint so. Wahrscheinlich ist er jetzt über alle Berge gezappt. Hey, hast du aber noch erreicht, Checkpoint Charlie. So was hätten wir bei letztes Mal gebraucht, wo es diese Weiterfliegen, so diese Wasserdinge. Solar. Genau, auf die Solarpanel gucken, wie geil ist das denn? Sie, den haben sie ja schon. Ja, das ist geil. Oh. Da war schon die Wo? Da? Ach, das ist tatsächlich. Ja, natürlich. Peak. Ja, Zeppelin verpasst. Ich krieg's nicht hin. So, das Ziel oder nicht? Ja. Ich lande auch direkt auf dem Ziel. Ja. Ja. Hui. Oh, oh, oh. Und die Platte auch noch auf dem Bless. Pigman. Wenn du nach unten guckst. Du hast ein Zeppelin verpasst. Guck mal, mal wiederholen und gucken. Wo ist das Menü? Ja, wo unten? Nee, warte, X, weiter, dass du wieder zum Auswahlmenü kommst. Da unten die beiden, die verschlossen sind. Die hier? Ja. Die kriegen wir bestimmt, wenn es ein paar mehr... Aktiviere die Strecke und erhalte Bonus. Traust du dich? Mag halt sie? Was? Die haben, es geht wahrscheinlich erst, wenn man das Trainingsprogramm hier abgeschlossen hat. FMX-Trainingsprogramm. Da kann man den Tricks freischalten. Fettes Luftschiff. Ah, ich will hier mal gerade mal gucken, was hier mit dem... Greife den Zeppelin. Das heißt, muss man schon reinspringen oder so. Gewinne ein Tennisspiel. Hä? Also, gab's nur einen Tennisplatz. Aber was macht man dann da? Das kann man später was ausreichen. Springen! Ja. Machen wir später, gucken wir einfach mal, machen wir mal kurz weiter. Fettes Luftschiff. Das heißt. Drück mal X. Das ist also irgendwas mit dem Luftschiff zu tun hat. Das könnte man implizieren, wenn man so den Namen. Oh, Implikation der Dinge sehe ich. Die da Haaren. Ja, die da Harry. Drive Fusion, so. Fanpost, ich guck mal kurz nach den Herausforderungen. Halt und lande einen Proud Hero Pose über die Auslandsdüse, was auch immer das ist. Schalte die drei Kanonen ein und schieße den Zeppelin ab. Aha. Sammle mindestens 35 Eichhörnchenzeichen, um die Eichhörnchen aufzuspüren. Na dann. Ich glaube, wir haben noch gar nichts. Kein einziges Zeichen irgendwo. Ich habe auch keine Vision. Ich rupp das jetzt einfach mal fehlerfrei durch und dann kriegen wir einfach, da hole ich jetzt einfach mal drei Medaillen. Du bist mein Favorit, du bist einmalig, zumindest so einmalig wie jemand wie du sein kann. Oh, nicht schlecht. Jetzt bin ich einfach zurückgefahren. So. Ein Fehler, muss schicken. Was sollen denn da Abzeichen sein? Ja, ich verstehe. Guck mal, dein Motorrad ist weitergeflogen. Na toll. Jetzt ist ja auch die Silbermedaille dahin. Yep. Ich glaube, es wird weiter dahin flüten gehen. Ja, aber so schwer war das jetzt eigentlich nicht. Wenn es so sieht. Ich will mal sagen, mal was viermal hüpfen. Ja, aber trotzdem. Das sollte nicht so hart sein, bei 40 Fehlversuchen oder so. Trotzdem ist das Level nicht schwer eigentlich. In diesem Bereich gibt es fliegende Hindernisse. Kopf unten halten. Ah, vor dem Checkpoint Charlie. Finde die Weitansicht immer so geil. Mhm. Die Action finde ich. Wäre das vielleicht, ein... Ja? Ja? Pegel, was kann ich für dich tun? Zu mir sagen, ich mach das nicht gut genug. Ja. Doch, super machst du das. Hast du gerade ja gesagt? Das hast dich mal gehört. Ich finde echt cool, oder? Ich hab den Schalter erwischt. Okay, für die Kanone. Aha. Stimmt. Einen davon, oder wie? Mhm. Was bringt mir das jetzt?
Vier Stück brauchst du. Nicht drei? Vier, oder? Ah, ich hab nur gerade mal erwischt. Da ist das Ziel schon. Da wäre noch eine Kanone gewesen. Ja. Was soll man mit denen erwischen? Wie fällt der denn so schäbig da runter? Der grillt doch auch so schön. Zieh mal besser mal die Maske ab, sonst guckt er nicht immer gleich dämlich. Du hast eine Medaille gewonnen. Da-da-da. So, zieh mal die Maske ab. Was hast du denn gegen das Eichhörnchen? Jetzt mach die Maske ab. Outfit, Außenseite. Das Outfit ziehen wir noch an und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für die Folge hier. Aber ich darf also nicht mehr spielen. Doch, in der nächsten Folge. Weil es wieder heißt. Anprobieren Zeit. Guck mal, aus den coolen Klamotten und dem dämlichen Maskenteil. Jetzt kommen nämlich, glaube ich, die Stunts-Level, ne? Mhm. Aber schön Stunts. Außenseite haben wir. Das haben wir freigeschaltet, das ist natürlich geil. Oh, mach drauf. Helm, Oberteile. Wir haben doch genug Moos. Haben wir? Ja, wir haben 23.000. Wo sind die Stacheln? Die sind noch nicht. Ach so, als Reihenspieler Level 80. Was haben wir da für ein schules Werk jetzt an, wenn ich mal fragen darf? Dennis, das war politisch nicht korrekt. Hä? Wie ich jetzt gesagt? Das böse Wort mit S-C-H-W-U-L. Ist es nicht so schlimm, wenn es buchstabiert, oder? Oh, wir sind im Bild entwickelt. Ja, aber guck dir das so Oberteil mal an. Kannst du das wenigstens schwarz machen, oder was? Zieh das andere Oberteil mal an. Aber was ein Viereck. Wir sehen irgendwie, Viereck. Oder nimm ein anderes Oberteil. Schwarz? Das sieht ja doof aus. Nimm das Oberteil von einem Anfänger. Ja, ich sag mal, da so viel Motor. Gleich die Nippel, echt. Mach da Nippelblitzer. Außerdem haben wir Post. Tag, Post. Mach dir das andere Oberteil am besten, ja. Da. Ja, oh, das passt doch. Obwohl ich den Helm auch cooler finde. Ich glaube, der haben. Bau die Hose lass. Nee, der macht den Helm mach. Die Hose ist aber auch cooler. Nee, die Hose ist cooler. Das sind die gleiche Hose, nur in verschiedene Farbe, Leute. Nee, der eine ist lang und andere ist kurz. Ja, dann mach den Helm noch an und dann. Dann mach die lange Hose, ist besser. Nee, die lange Hose. Die haben wir ja an. So. Ja, dann mach das Kopftuch vielleicht noch rot oder sowas. Das muss mach mal L1. Soll ich jetzt erst das Kopftuch rot machen oder erst L1? Ach, erst Kopftuch. Da haben wir den Typ fertig. Farbe anpassen. Viereck. So. Guck mal da oben, du Gnallkopf. Nee, schwarz. Oh, wir sind Gangster. Bist du gerade da oben? Gangster-Style. So, hä? Kommt gut. Welche Krankheit hast du denn? X. Grün! Ne, blau wie das Shirt. Blau? Das ist lila. Ja, das Shirt unten ist, die Arme sind doch blau. Diese hellblau. Mach's einfach schwarz. Schwarz war doch schon. Echt? Es war grau. Nein, das war schwarz. Grau. Schwarz. Grau. Schwarz. Meine grau. Fresse. Deine Fresse war auch grau. Okay, dann such dir eine Farbe aus. Hier, pink. Da. Toppt jetzt davon. Oh, nee, ist nicht. Blau ist gut. Mach blau. Ja, ich wollte ein bisschen hellblau die Arme machen. Ein bisschen hellblau, ein bisschen weiter runter muss der Fall. Der eine Außenring. Genau. So, das passt doch eigentlich. Da, so. Ja. So, hier L1 für eure. Aufwendung Stufe 1 Außenseitersatz in der Werkstatt verfügbar. Haben wir schon. Du hast Tagesstufe 10 erreicht. Yay! So, zurück. Du bist wieder grau, hast es nicht angenommen. Ja, ist egal, es bleibt jetzt grau. Da war jetzt die ganze, alles umsonst? Ist jetzt egal, wir wollen jetzt aufhören. Ja. Bitteschön. Naja. Lass die Finger von den Farben. Geht denn das jetzt hier? Auf in die Werkstatt. Oh Mann. Mir dolchert, ich muss dir wehtun. Was? Ich muss ihm eine geben. Was musst du mir geben? Musst du die Farbe anpassen. So. Wieso denn jetzt rot? Warum denn jetzt rot? Das ist blöd. Das sieht voll blöd aus. Ja, dann ändere ich sie nochmal um.
Hib mir, lass mich mal. Nee, eins. Dann? Let's play mit Farben. Herausforderung abgeschlossen, 0 von 120. Eichhörnchen gesammelt, 0 von 20. Spielzeit 1 Stunde und 16 Meter. Und am nächsten gibt's was? 15% Karriereabschluss. Paralevel 10. Das sind echt mies. Nee, wir haben sogar eine, wir gucken erst immer nur die Level durch. Die Herausforderungen, die gucken wir nur, dass sie nebenbei klappen. Doch nicht rot. Blau, wie die Ärmel. Blau wie die Ärmel. Ja, es passt besser dann zur Geschichte. Ja. Ihr passt auch alle besser zu der Geschichte. So. So ist gut. Na dann gut. Sieht aus wie ein Hannibal. Hannibal, das ist ja immer noch. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Schaut okay, das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt. Wir diskutieren über Farben. Genau. Kleidung, Stil bedeutet viel. Die Professionals shoppen. Let's shop. Genau. Bis denn. Dry Shopping. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss mit Is. Tschö. Mit Öl.